Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute Rabbit Island oder Rabbit Island, wie man es ausspricht. Ein neues Tower Defense. Worum geht es in dem Spiel? Also, es ist wie gesagt ein Tower Defense und ihr müsst abgekürzt sagen, die Karotten vor den Karnickeln beschützen. Das Ganze beruht auf der Unity Engine. Und ich kann euch sagen, ich habe mehrere Tower Defense kleine hier in letzter Zeit gehabt, die alle diese Unity Engine haben. Ist wahrscheinlich dafür prädestiniert, was weiß ich. Es sieht ein bisschen nach N64 aus, erinnert mich an diesen Nintendo. Aber das heißt jetzt nicht hässlich oder nicht. Ich komme mit der Grafik klar. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, das sieht jetzt nicht wirklich nach Hasen hier aus. Also, da müsste man noch ein bisschen mit den Entwicklern reden. Das einmal zu den Einstellungen hier. Ein Reset habe ich schon gemacht. Wir haben hier Englisch, Russisch und für Noro Ukrainian. Dass die Noro auch was hat. Ich werde es jetzt nicht umstellen, weil das sieht wahrscheinlich beschissen aus. Das ist ein russischer Entwickler. Irgendein Sergei, bla bla bla. Aber der hat was Gescheites gemacht. Wie gesagt, die Grafik muss man mögen, muss man nicht mögen. Aber das Spiel ist sehr, sehr vielseitig. Es gibt X Tower, es gibt... ja, übertrieben gesagt, Millionen Upgrades und man kann da wirklich viel machen. Ich muss mir noch ein bisschen reinlesen, weil ich habe nur einen Level gespielt und sonst weiß ich gar nichts von dem Game. Das sind die Achievements hier, also haben wir eine Tonne. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. So. Drücken wir mal Play. So, wir sehen hier Episoden. Ich glaube 10 sind's. Schauen wir mal vor. 10 sind's. Und da gibt es Karotten, das heißt aber, es sind angeblich 100 Levels, sage ich dazu. Und von ganz vorne angefangen, es gibt hier zwei Möglichkeiten. Tower Defense und das hier. Das empfehle ich aber nicht am Anfang zu machen, steht auch schon hier. Das ist Tower gegen Tower, auch was Lustiges. Habe ich noch nicht probiert, kann ich nichts dazu sagen, aber ist sicher lustig. Muss man aber alle Tower freischalten, sonst hat das wenig Sinn, ne? So, wir machen hier die Episoden. Eine Karotte ist jetzt nicht ein Level. Also, ich glaube, 10 Karotten oder so gibt's. 10 oder 5 manchmal nur. Und insgesamt soll es 100 Level geben. Was das ist, kann ich noch nicht sagen, das Gelbe. Und Wieso hat auf meinem Laptop jetzt Skype gestartet? Ich habe den nicht mal berührt. What the hell? Kurzen Moment, Leute. So, sorry für die kurze Unterbrechung. Norbert ist mit Ukraine, war natürlich ein Witz und so. Ja, blond, blond, ich werde gleich wuschig, Neuro. Also, wir machen weiter. Episode 1. Es ist natürlich sehr sinnvoll, wenn die gar keine Karotten kriegen, die Karnickel. Weil, ja, haben wir mehr Punkte zum Upgraden. So, hier unten sieht man wahrscheinlich, was kommt. Also die Feindesarten, das ist ein Boss, das weiß ich schon. Und ja, 10 Karotten gibt's und so weiter. Ich drücke mal auf Start. Hoppala. Entschuldigung, hier müssen wir hinklicken. So, man sieht auch schon Unity und so, ne? Ja, hier steht nur, dass wir verhindern sollen, dass die Karotten futtern, flattern oder klauen. So, wenn man jetzt, es ist ein bisschen umgekehrt, die Steuerung leider. Also Mausrad vor ist raus, Mausrad runter ist reinzoomen. Ich zoome mal rein, dann kann man sich das ein bisschen anschauen. Drehen, was ich so weiß, oh, kann man auch, okay, also A, W, S, D, ah, W ist rein, okay, okay, ich hab's, so, Hammer, sehr schön. So, wenn man jetzt irgendwo hinklickt, setzt man einen Tower, sofern man ihn auswählt. Da muss man jetzt nur feststellen, welcher Tower was ist natürlich. Man muss, also es ist ähnlich wie bei Field Runners, man muss den Weg ein bisschen hier verkürzen, weil die Karnickel kommen aus diesen Löchern hier und ja, gehen halt zu den scheiß Karotten, ne? Und das sollen wir verhindern. Hier kann ich nichts hinbauen, oder doch? Doch, auf die dunkelbraunen kann man sauber bauen, nur hier nicht, anscheinend. Ja. So, also, was wollen wir machen? Wir werden da verhindern, dass die da hingehen. Also werden wir zuerst mal... Hier kann ich nichts machen, weil sonst können die gar nicht raus. Wir werden hier mal einen Tower hin. Machen wir einen normalen Tower, einen billigen. Wir machen jetzt einen schönen Weg. Dann hier nur einen. Hier nur einen. So, dann lassen wir die jetzt ganz nach hinten, die Karnickel.
So, dann hier nur eine. Oh, okay, wir haben kein Geld mehr, also würde ich sagen, let's go. Kanickel, kommt raus. Muss schauen, wie der Sound hinhaut, ob es zu laut oder leise ist. Also wie gesagt, die Grafik muss man mögen. Ich finde sie okay, aber das sieht nicht nach Kanickel aus hier. So, was wir allerdings nur kurz machen müssten ist... Ne, jetzt ins Menü. Okay, ich wollte eigentlich nur hier... Ja, dann seht ihr das Upgrade-Menü, kann ich euch das hier zeigen, aber da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich wollte in die Optionen. Aber da kommt man offensichtlich nicht hin. So, müssen wir hier hin. Ich wollte das ein bisschen lauter stellen, weil wir hören ja sonst nichts. Na, der Nachteil, wir müssen nochmal anfangen. Tja, was sagt man dazu? Erster Level und schon ein bisschen blöd gemacht hier. Also von mir, nicht vom Spiel. Oh, aber es steht noch. Sehr schön, müssen wir nicht nochmal anfangen. Finde ich geil. Also, let's go jetzt. Nicht nochmal hier diesen Fehler. So, linke Maustaste halten ist übrigens das Bild zu verschieben. Nur mal zur Steuerung. So, jetzt kommen die Kanickel hier an und kanickeln sich eine runter. Das schaut ein bisschen aus wie eine Popcorn-Kanone. Ich glaube, das ist sogar eine Popcorn-Kanone. So, das da kann man nehmen. Ganz gut. Dann kriegen wir Moos. Hier ist das Moos. Hier steht, wie viele Kanickel noch insgesamt. Und das sind die Karotten, was wir noch haben. Also ich würde jetzt sagen, wir machen dann hier gleich was. Jetzt nehmen wir sie das noch. So, einen brauchen wir noch. Hopp, hopp. Dann werden wir hier was hin. Kommt so ein Geschenk und der baut sich dann auf. Wir können den noch upgraden, aber das ist halt noch gesperrt. Muss man alles erforschen. Ne? Ja, es ist halt ein bisschen eine quadratische, ich sag mal, viereckige Rittersport-Grafik, kann man schon sagen. Aber das Spielprinzip an sich ist eigentlich lustig. Also, mir hat der erste Level ja so gefallen, dass ich mir gedacht habe, okay, das Let's Play mal jetzt. Von daher schauen wir uns das mal an. So, Jungs, wir könnten ein bisschen schneller natürlich. Es gibt mal zwei hier. Wie gesagt, das Spiel ist kein Alpha, es ist fertig, aber ja, man muss es mögen oder nicht, ne? So, was können wir jetzt noch machen? Wir könnten... Hier kann ich nichts hin. Das heißt, ich kann hier nur was hin. Jetzt ist die Frage, wie weit der schießt. Gehen wir hier mal einen dicken hin. Ein dickes Ding. Extra für 1 Euro. Die dicken Dinger. Dann müssen wir hier dicht machen, dass die da nicht durchkrabbeln. Jetzt gehen sie wieder da. Das nehmen wir auch. Da ist schon der Boss. Der King Louis. Der Sauhund, der. So, wir brauchen Kohle, Leute. Ah, jetzt haben wir Kohle. Sehr schön. So, dann geben wir das da hin. Hey, 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 wir machen hier zu wenig Damage. Das passt mir gar nicht. So, lassen wir den ein bisschen schneller laufen. Das ist viel zu wenig Damage. So, da kriegen wir was. Das verschwindet wieder, wenn ihr das nicht nehmt. Also, das muss man gleich nehmen. So, weißt du was? Wir verkaufen das jetzt. Und ich baue hier... Ah, ich wollte den bauen, aber im Verkauf kriegt man nicht das Ganze. Alles klar. Aber wir haben den Decken... Das ist der letzte übrigens. 45 von 46 und dann haben wir mal den ersten Level. Yippie-ho! So, Popcorn auf den Scheißer da. Also Popcorn-Kanone gegen Kanickel. Ich meine, der Einfall an sich ist ja schon mal genial. Muss ich sagen. Hau rein, Lion Chris! Wir sehen uns! Und hi Runkel und hi Chivago! Dr. Chivago erinnert mich auch an irgendeine komische Serie, glaube ich. So, wir haben Gold. Aber, ja, wie gesagt, erster Level, da darf man sich jetzt nichts einbilden drauf. So, was können wir jetzt machen? Ich glaube, ich muss auf Menü drücken, oder? Oder Enter? Das müssen wir drücken. Hm. Geht nur Menü? Okay. Das ist ein Tower Defense, genau. So, jetzt haben wir hier die ersten 10 Karotten und ich weiß nicht, wo können wir ab... Hier können wir upgraden, glaube ich, oder? Upgrades, genau. So, was haben wir hier? Hier haben wir Tower. Was ist das da? Higher Level of Rabbits. Aha. Higher Handle. Okay, da können wir irgendwas freischalten noch. Was ist das da? Perks. Okay, das ist dann zum Beispiel mehr Geld und so weiter, ne? Also es gibt sehr viel hier, wie man sieht. Ja, mehrere Level und so weiter. So, gehen wir zu den Towern. Jetzt ist die Frage, welchen Tower wir öfters benutzen. Ne? Ihr seht, es gibt schon einige, die muss man auch erst freischalten hier. Ne? Das Freischalten kostet auch was. Was haben wir hier? Shotgun, da sind wir da dabei. Watermelonenkatapult, was haben wir hier? Pfefferrakete, das hört sich doch geil an. Potato-Kanone, das passt doch zu unserem Hades. Potato-Kanone, die widme ich Hades, wenn wir es dann haben.
So, aber ich würde sagen, was macht man normalerweise? Am meisten die Korn Machine Gun, oder? Oder den Crossbow. Der macht mehr Damage da, aber schießt halt langsamer. Ich würde sagen, nehmen wir einfach mal, was nehmen wir? Ground Enemies, Popcorn Art. Ground Enemies. Geht irgendwie auf Fliegende auch? Airborne Enemies, ja, okay. Ja, dann würde ich sagen, wir upgraden den ersten, denn. Ja, den werden wir am meisten benutzen, ne? Schätze ich mal. Also, Upgrade. So, wir sind jetzt Ingenieur, finde ich geil. Einmal Achievement. Yeah! Das nächste ist schon ein bisschen teurer. So, wie kommen wir jetzt weiter? Hier oder was? Jo. Episode 1. Okay, wir sind beim 2 von 10. Also, 100 Levels sind es, das stimmt. Hier sind 13 Karotten. Also, man kann hier wesentlich mehr Karotten verdienen. So, jetzt sind schon ein bisschen stärkere Gegner. Also, dass das Hasen sind, das ist ein bisschen übel, ne? Aber ansonsten ist das Spiel ganz okay. Nur das mit den Kanickeln, das muss man nochmal überdenken. Und welcome, Striker. Ich schließe mich mal dem Y-Spot an. Ausnahmsweise mal nützlich. Er weigert sich ja in letzter Zeit, mir die Follower zu nennen. So, hier haben wir viele Hügel. Das heißt, die werden überall hier rüber kanickeln. Am besten, ich leite die da hinten irgendwie rum. Das heißt, ich muss hier dicht machen. Nehmen wir gleich die Popcorn-Kanone hier. Machen eine Popcorn-Kanone. So, jetzt müssen die schon mal hinten rum. Das ist schon mal gut. Und dann werden wir... Kann ich hier auch was? Ja. Wir werden die so leiten und hier auch irgendwie rüber. Das heißt, hier noch eine Popcorn-Kanone. Oh. Ja, und wir haben schon kein Geld. Also, das mit dem Geld ist sehr, sehr relativ. Jetzt kommen die überall raus hier. Ja, wir müssen halt, sage ich mal, diese Dinge, was da kommen, gleich mal anklicken und dann kriegen wir ein bisschen Kohle. Das da. Wie viel kriege ich da? Eine oder was? Das ist aber nicht viel. So, komm, schieß die Kanone. Oh, fuck, das ist ja... Alter, ein Überfall hier. So. Was kostet das Upgrade? 20, Alter, ist das teuer. Ja, aber ich sag mal so, das schaut doch ganz machbar aus, oder? Hier auch noch eine hin. So, Geld haben wir. Ach so, da fällt mir gerade was ein. Ja, wartet mal, Leute, wir lassen das hier durchlaufen. Onkel, schreib mal was. Irgendwas. Also, wir haben einen neuen Mod. Und zwar den Runkelritter. In einem anderen Spiel nannte er sich schon Runkelritterine. Aber dazu sage ich jetzt mal nichts. Es war ja nicht jeder da, dass er das versteht. So, wir müssen hier jetzt weitermachen. Wie machen wir das? Das ist jetzt die Frage. Warte mal, wir leiten die... Das ist blöd, das ist blöd. Der muss weg hier. Der steht schlecht. Ich muss die irgendwie anders umleiten. Das gefällt mir nicht. So. Alter, das sind ein bisschen viele hier. Wir müssen das upgraden schnell. Oh, schneller, schneller. Ich brauche das. Junge, verarsch mich nicht. Oh, die klauen mir die Karotten, Jungs. Und schmatzen auch noch dabei. Ich glaub's ja nicht. Wir könnten es aber ruhig nur ein bisschen lauter stellen, merke ich gerade. Ne? So, das nächste Upgrade ist wieder gesperrt. So. Es sieht ja nicht schlecht aus, aber ich will diesen Level nochmal machen, sage ich gleich dazu, denn hier ist Gold absolut möglich. Und mir geht's darum, viele Karotten bedeutet, ja, wie soll ich sagen? Fressen wir die ganzen Karotten. Viele Karotten bedeutet halt, ja, bessere Upgrades, leichteres Spiel und so weiter und so weiter. Aber wir müssen das irgendwie anders machen, weil so kommen wir nicht vorwärts, das sehe ich schon. Die halten zu viel aus, die Bosse, das ist extrem. Da brauchen wir noch mehr Upgrades. Aber das kriegt man mit der Zeit ja, wenn man die upgradet, sage ich mal. So, wir haben Silber, ist an und für sich nicht so schlecht, aber wir machen das nochmal, weil da ist locker Gold drin. Locker, zackig, flockig. Wäre doch ein Witz, wenn wir das nicht hinkriegen hier. So, hier stehen schon die drei Tower. Jetzt kriege ich bei Restart gleich die Anfangstower. Das finde ich aber auch nicht so schlecht. Ja, kommt drauf an. Das kommt drauf an.
Ja, egal, starten wir mal. Mal schauen, die gehen jetzt alle da oben. So, wir könnten hier noch einen Tower nachher hin, genau. So, hier bauen wir dann nur einen Tower. Aber da brauchen wir viel mehr Kohle. Schauen wir mal schneller, das geht. Am Anfang geht's ja. So, wir haben noch einen. Zack, boom, bang, ist er da. Ich brauche diese dicken Tower, aber die sind so scheiß teuer. Onkel baggert Noro an, oder wie muss ich das hier verstehen? Oh, da gibt's einen in die Rübe vom Hades dann. So. Wir brauchen ein bisschen mehr Geld. Oh, yeah. Oh, yeah. So, Weißbord, weh, du schreibst es mir jetzt wieder nicht. Nein, der geht durch hier! Alter, okay, der ist wieder gut. Also, diese. Oh, yeah. So, jetzt hat er was hingeschrieben. Ich wollte mich gerade beschweren über den Weißbord, aber jetzt hat er es gemacht. Aktzock 01. Thanks for the follow. Wir haben wieder einen mehr im Gangbang-Stream. Also wie das hier ausschaut, ist das hier aber auch Gangbang von den Kanickeln hier. Aber ich weiß schon, was da viel ist. Diese Upgrades hier, die brauchen wir auch. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.